Ja, hallo Leute. Ich komme mal zu dem wichtigen Teil, was RDW angeht. Es wurden nämlich ein paar Fehler behoben. So, der erste ist, wurde ein Fehler behoben, dass Hüllen darin hindern, das Ziel anzugreifen, wenn eine bestimmte Struktur um das Ziel herum errichtet worden ist. Ihr habt es vielleicht gesehen in den Livestreams, die wir gemacht, also die ich jetzt hier gemacht habe. Da war ja immer so, dass wir in verwüstetes Ödland, also ein Unterfangen immer, sag ich mal, ein Atlas war das, rumherum gebaut haben, also zugemacht, ne? Und dann sind wir ein bisschen weggegangen. Dann schwirrten die da die ganze Zeit rum und haben da nichts angegriffen. Das haben sie jetzt behoben. Das heißt, man muss jetzt Missionen wieder normal bauen mit Fallen und all sowas, wir kennen's, ne? Hat schon ein bisschen gedauert, bis sie das behoben haben jetzt, ne? Dann, es wurde ein Problem behoben, durch das Spieler trotz des aktuellen Story-Fortschritts standardgemäß auf der Registrierkarte zur blanken Zone weitergeleitet worden sind. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr von Battle Royale nach Red Dead Welt gekommen seid, stand dieser Zahl ja hier auf Plankerton. Ich muss sagen, das ist jetzt kein großes Problem gewesen. Also, dass man das jetzt beheben musste, ja, okay. Was haben wir noch? Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass mehrere Heldenreiher unsichtbar waren. Apropos Helden sind unsichtbar. In der Zentrale sind alle Charaktere, die wir jetzt hier haben. Clip ist weg, die sind unsichtbar. Hier, bei den Helden. Hier steht eigentlich der Major Oswald. Der ist jetzt auch weg. Und so wie die ganzen Helden im Hintergrund, wenn man sich hier so ein Setup zusammenbaut. Ich glaube, das sollte kein Problem sein. Die sind halt einfach nur unsichtbar. Die stehen da eigentlich. Ich weiß, sie sieht ein bisschen lustig aus. Aber okay, stört jetzt nicht wirklich. Aber ich denke mal, beim nächsten Update ist das wieder behoben. So, was haben wir noch? Naja, es wurde ein Problem mit dem Gürtelpack behoben. Das verhindert, dass die Abkühlungszeit korrekt auf die Fähigkeit der Rauchbomben angewendet wurde. Ich weiß jetzt nicht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich frohes Fest damit gemeint. Ich habe das nämlich hier übersetzt. Möglicherweise. Weil das ist das Einzige, was. Ja, frohes Fest ist das Einzige, was die Abklingzeit von allen Fähigkeiten verringert. Wahrscheinlich das. Dann ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass während Eliminierungsquests doppelte Sprachausgabe abgespielt wurde. Echt? Gar nicht aufgefallen. Dann die Leistung der Luftabwehrfalle wurde optimiert. Luftabwehrfalle wurde optimiert. Kann es sein, dass sie jetzt, wenn zum Beispiel der Schleuderer jetzt dicke Zombies oder so wirft, dass die Luftabwehren die jetzt erfassen und beseitigen, kann das vielleicht sein? Oder wurde der Fehler schon behoben mit den dicken Höhlen? Ne, ich glaube noch nicht, aber da hätten sie doch eher das mit den dicken Höhlen, wenn ein Schleuderer die wirft, behoben soll, nicht die Luftabwehr dafür optimieren sollen. Naja, müssen wir rausfinden, ob die wirklich diese dicken Zombies vielleicht abfängt oder nicht. Oder ganz normale. Wäre natürlich hilfreich. Besonders bei hohen Missionen. Wenn dann die ganze Zeit Schleuderer kommen und die Dinger werfen. Auch ziemlich nervig. Ja, mehr haben wir nicht. Aber das ist schon gut. Ich hätte aber jetzt eher gedacht, dass sie das mit den Deckenreifen stapeln noch fixen. Das war ja jetzt auch so lange ein Problem und stand auf der Registrierkarte auf der Schwelle oder so, wo die da die Fehler aufzeigen. Wenn man zu viele Fallen platziert, dass es dann übelst laggt, von Ping von 0 auf 200 hochgeht. Das war ja immer so ein Problem. Wurde anscheinend immer noch nicht gefixt. Vielleicht beim nächsten Update. Wäre nämlich schön, weil auf älteren Konsolen ist das ein ziemliches Problem. Ja, mehr habe ich nicht.